Willkommen, mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, wir sind immer noch in einer fremden Welt und ja, ich laufe mit Falco rum, weil warum nicht? Und ein Noppon. Was soll das bedeuten? Ein Noppon Schritte. Ich weiß nicht, was ein Noppon ist. Bist du ein Noppon? Keine Ahnung. Machen wir den einfach mal platt. Wir wissen, was passiert, wenn wir falsch liegen. Boom. Alter. Wie schmerzhaft das klingt, ne? So, komm mal her. Du musst erst mal rausfliegen. Oh. Von Privatsphäre gehört, ey, so lange wie die an einer ankommen, ne? Hältst du boom, boom, boom. Jawohl. Ich habe Falco genommen, weil weiß nicht, fremde Welt, Weltraum, habe ich so gedacht. Die fliegen ja durch verschiedene Planeten und so, ne? Keine Ahnung. Natürlich war es richtig. Immer recht, auch wenn ich keine Ahnung habe. Riesenverwandlung für Gegner. Boom. So, das müsste übrigens der Part sein, der am Dienstag kommt und kann ich auch jetzt schon mal sagen, ab jetzt werden immer noch, oh Gott, ein Part pro Tag kommen, weil ich habe schon wieder zwei, drei verschiedene Projekte und ja, ich will mit denen natürlich auch noch weiterkommen. Dann kann ich nicht, weil ich muss ja doppelt so viel aufnehmen für Super Smash Bros. Das war ja am Anfang jetzt witzig, aber jetzt habe ich auch noch andere geile Spiele, die ich spielen will. Deswegen muss ich halt Prioritäten setzen, ne? Das Projekt geht ja noch weiter, ne? Und da ist ja der Part für Dienstag, ne? Ja, ich habe zwei für Montag aufgenommen gerade. Ja. Also ja, das Projekt geht natürlich weiter, ist klar. Aber ja, dann Dinger will ich auch gerne spielen. Also ja, so läuft das dann, ne? Deswegen hoffe ich, dass ich auch den Abenteuermodus so in den nächsten Tagen mal irgendwann beende. Ich versuche den so fertig wie möglich zu machen. Nicht mal, dass mir das Spiel weniger Spaß macht, nur halt, wir haben ja bald alles hier, ne? Mehr muss er jetzt erstmal nicht. Ich kann noch versuchen, im All-Star-Modus hier zu machen, aber am Abenteuermodus hier geht es wohl jetzt auch nicht mehr so viel weiter. Spoiler. Spagat. Boom. Gut, mit Falco läuft natürlich. Natürlich läuft mit Falco irgendwie. Aber stelle ich mir gar nicht vor, dass ich so viel besser bin mit dem als mit anderen Charakteren. Aber irgendwie, sobald ich auf Falco switche, läuft es irgendwie. Truhe, Geisterpunkte, 1000 Stück. Ja, ich glaube, die sind irgendwie nicht wichtig. Ich glaube, du kriegst halt nur Geisterpunkte, paar, wenn die Antwort richtig liegt, ne? Des Zwielichtsherrscher weiß den Weg. Triff deine Wahl. Zwielichtsherrscher, Ganondorf, ne? Jiraheim, Santo. Kommt ja aus dem Spiel, heißt Twilight Princess, ne? Also Zwielicht, ne? Keine Ahnung. Ich nehme mal Gendorf. Nehme ich jetzt mal an, ist könnte das richtige sein. Das ist ein Design aus Twilight Princess, also der Geist. Also Twilight bedeutet Zwielicht. Das weiß ich aus Kingdom Hearts. Los.
Was du eigentlich da ist die ganze Zeit nur so am Springen. Ja. Ich glaube, ich habe ihn. Nee, schade. Na komm, jawohl. Nein, mich verarschen. In die Blume kommen. Weil er weiß nicht, was er tun soll, weil die Mine da am Boden liegt oder was. So, was habt ihr so gemacht den Tag? Ah. Also für einen 3-Sterne-Kampf. Echt schlecht. Personally, I prefer the air. What? Da versuchen wir gleich noch mal. Oh, der lebt noch. Wie treten? Boom. Nein, boom. Jawohl. Diese Pose, die er immer einnimmt, wenn er schießt, ich finde das so geil. Das ist wie ein Jojo-Charakter mit einer Pistole. Der ist wie Mister. Ja, war falsch. Mal gucken, ob ich jetzt immer noch Dings krieg. Alles ja, egal. Stärkere Magie für Gegner. Das schön für euch. Mein Schild hat den weggehauen. Mein Schild irgendwie größer oder will ich mehr ein? Ja, komm. Boom. Ich habe Doron zurückgeschossen. Sehr gut. Der schießt ausgerechnet, wenn ich gerade den Schild aktiviere. Okay, meine zweite Wahl wäre dieser eine Typ gewesen hier, Jiraiya. Also, ich habe keine Ahnung von Zelda. Also. Komm, ich habe mal eine Truhe bekommen. Oh, nee. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Du Pisser. Oh, danke, der hat mich gerettet. War sein Pokémon dämlich? Bist dich. Jetzt wird annulliert. Boom. Ich hab genug von euch, Robins. So, weg mit dich. Ah. Und da habe ich jetzt keine Truhe bekommen. Das finde ich ein bisschen doof. Spezialstandard, der wäre vielleicht nicht schlecht, das hoch zu ballern. Und Spezialtechniken auch. Heißt das Stack dann? Das beides zählt oder ich weiß nicht, das sieht mir jetzt nicht sehr viel stärker aus. 5, also weg. Bist du? Oh Gott. Oh. Bis euch. Meins. Oh. Oh. Was? Oh, dieser Typ, ne? Ein Fire Emblem Charakter haben wir voll einfach. Kann ich einfach noch blocken und fertig. Bereit,
schwer uns ziehen. Dann machen wir dich schnell platt. Oh, Junge. Oh, Jungs. Geh mir doch mal aus dem Weg. Oh, ich wollte den graben. Boah, jetzt kriege ich den wieder nicht getroffen wegen diesen Typen hier. Dich, Mann. Bist dich. Was? Aber wie weit nauten der mich weg? Bist dich. Oh nee. Ja, du bist weg. Jetzt du. Oh. Immer, aber wenn 2 gegen 1 ist, dann ist schon sehr viel schwieriger als, weiß ich nicht, muss nur mehr Gegner hinzufügen, dann wird das Spiel schon 1000-mal schwieriger. Ich das Gefühl. So, was ich gut finde, ist das Quajitze. Was ich gut finde, ist, dass dieses Gebiet hier sehr linear ist. Also ich muss jetzt nicht so viele. Ja, das hier, vielleicht ist das doch stärker. Tun wir 2 abziehen, ey. Müssen wir ja verarschen. Also ein Gegner, gegen den ich nicht gerne kämpfe. Boom. Ist gut, Mann. Bist ich. Was ist das? Oh, ein Donut, habt ihr das gesehen? Oh, er dreht sich um, als ich mich hinter ihn teleportiere. Oh, ich hasse diese Gegner, die ja nur so hektisch am Rumspringen sind. Ey. Oh, immer wenn ich meinen Smash-Angriff einsetzen will, dann da bricht er mich. Ey. Gibt's doch einfach nicht. Oh, Junge, lass mich doch mal hier machen. Nein, oh, ich hab vergessen. Ich wollte eigentlich schießen, aber. Oh. Leute, komm. Oh. Warum kriege ich denn ja nichts mehr hier auf der Reihe gegen den? Oh, Junge, der ist jetzt 10.000 mal stärker geworden, ey. So, oh mein Gott, ey. Weißt du, am Anfang noch relativ ausgeglichen und dann. Ey, tut er jeden einzelnen Angriff abbrechen, teleportiert sich überall vor und hinter mir, ey. Oh, ich hasse diese hektischen Gegner, ey. Da bin ich selber irgendwie hektisch, ey. Da kotzt mich an. Ja, des Wissenschaftlers Spuren folgen. Andros. Auf Gott. Keine Ahnung, ey. Mir eigentlich egal. Ich habe auch keine Truhe bekommen, also. Ich glaube, da ist nichts Verpassbares drin, weil das wäre nämlich doof. Da müsste ich den ganzen Abenteuer muss mal neu spielen extra dafür. Fällt mir gerade auf. Das war ja schrecklich, ey. Ja, okay. Ja, okay. Wie habe ich nur 3... Wie habe ich von all dem nur 3% Schaden bekommen, ey? Der mich vollkommen zerstört in dieser Ecke. Und ich komme damit 3 Dinger nur raus? What? Blubber.
Ja, wird schon gehen. Wie Boxer. Tiger. Hey, falscher Charakter. Wo bist du denn hier? Gold Mario Meister. Geht irgendwie so ein Gold Mario und Mario Kart 8. Deluxe. Meine Zielgenauigkeit mit dem Ding ist irgendwie abartig. Hey, den kenne ich irgendwo. Der ist aus Dings, glaube ich, aus diesem einen Mii-Spiel hier von Nintendo DS. Dieses Raumschiff-Spiel. Oh, ihr wollt, dass ich gegen ihn kämpfe. Der sieht aber nicht aus wie ein Wissenschaftler. Das ist ein Affe. Helfer-Trophäen. Ich muss schon wieder das hier ausrüsten. Einen besseren roten Geist, habe ich so ein Gefühl. Ich dachte jetzt einen Moment, da steht echt der Schwarze Ritter. Also vom Farbschema hat echt gepasst. Ja, ich habe eine Idee. Ja. Boink. Oh, kannst gar nicht dagegen abwehren, geil. Oh Gott. Alter. Ja, okay, wie lange geht das noch? Ist ja die ganze Zeit da. Der ist die ganze Zeit da, glaube ich, ne? Ja geil, was soll ich denn hier machen? Ich kann ja gar nicht angreifen. Was ist das? Oh, war der Level 3 oder 4? Aber der 4, ne? Oh, das ist so dreckig, ne? Habe ich ja noch ein paar Sekunden. Ey! Boah, Junge! Na toll, der Typ bleibt unendlich und ich muss dann mich gegen den, ja, noch bewerten. Boah, echt. Vor allem, der kann sich auch voll leicht retten wegen Schwerkraft, ne? Er ist ja nicht mein Schiff. Ein bisschen unfair, die CPUs nie in diese Dinger reinlaufen, also nie freiwillig. Also sowas kann doch mal passieren, weißt du? Aber nö, wir schaffen das jedes Mal auszubrechen. Ist ja weg. Nein, Mann, boah. Ja geil. Dieser Pisser. Oh. Vor allem Falco ist so einer der Charakter, die irgendwie voll schnell am Boden landen. Ich muss dann so nach oben auch, das wäre das Beste irgendwie. Nein. Hätte aber gerne. So, ich hoffe, der hat auch hohe Schwerkraft, ne? Schwache Schwerkraft. Oh nein. Das ist voll der dämliche Kampf, ey. Nein, Mann. Oh.
Nein, nein. Okay, jetzt treffe ich bloß nicht, ey. Perfekt. So, flieg raus. Boah, war schon wieder so ein retarded. So ein bekloppter Kampf, ey. So, er hätte 3 Sterne. Ist klar. Okay. Das ist nicht der offizielle Weg, oder? Doch. Nee. Ich kann da einen gut. Wolf. Ah, ich wollte einen anderen Dings. Enten sind. Überlegen. Ich weiß, er ist keine Ente, aber trotzdem. Aber nur damit ich Kung Fu Ente sagen kann. Was ist los? Als ich letztes Mal gegen Wolf gekämpft hat, der hat alles. Ey. Ich habe ihn so mit Angriffen bombardiert und der hat erst 27 Schaden und der macht hier eine Combo und ich bin tot, beinahe. Nee, ich bin tot, ey. Was genauso viel. Mehr sogar. Auf damit. Also wieder haben. Warte, Tee, Spaghetti habe ich jetzt nicht gesehen. Boom. Nein, das geht jetzt nicht. Danke. Personally, I prefer the air. Gut. Wolf kämpft nun mit. Schön. Okay. Dann haben wir noch Crystal. Einfach Trophäen machen das Leben schwer. Ja, geil. Nee, da hab ich jetzt schon keinen Bock drauf. Kommt jetzt schon nach riesigen Schmerzen. Triforces. Triforces im All. Raymond Bryce. Okay. Aus wie ein Charakter aus Final Fantasy 15. Was? Oh, ich sollte mir echt angucken, was die machen. Wo kannst du mal aufhören? Spagat. Komm her. Was ist das? Das gibt's jetzt einfach nicht. Flick doch mal. Mein Gott, ey. Ich hab jetzt 10-mal versucht, den da an der Stelle rauszuhauen, ey. Die ganze Zeit am Springen, am Rumzappeln, ey. Oh. So, warte mal hier. Lloyd. Oh, den Kampf habe ich noch gut in Erinnerung, glaube ich. Ah, schon wieder. Ich brauche Heildinger hier, Fallo. Ja, Autoheilung. Weil wenn ich zu weit wechseln muss, ey. Boah, wie viel AP bitte? Oh, ich kann ein Ding zurückschießen, das ist gut. Nein, Gyrot oder was weiß ich, wie das Ding heißt. Was ist das?
Ja, den Kampf kenne ich noch. Ich war einfach hier in der Ecke. Okay, ich dachte, er fliegt jetzt raus. Au, hör auf damit. Mein Stabe kannst du sehr gut bohren. Ich schieß die Bombe ab, bevor die am Boden landen. Was ist das? Guck mal, ja, ey. Ja, seid doch hier nicht alle so nervig. Lasst euch einfach abknallen und tschüss. Meinst du, lustig war mit dir auch noch mal? Jetzt zahlen wir es hinein. Wer ist rausgeflogen? Ja, komm, schließ doch. Kannst du wieder haben. Blöd Teil. Warum habe ich auch abgeschossen, bevor wir gelandet ist? Aua! Boom! Ja, wir sind voll stärker in dem Spiel, ich so ein Gefühl. Wo kommst du? Aber nicht, dass ich rausfliege, wenn du mich damit triffst, also tschüss. Will ich es gar nicht erst sehen. Okay. Keine Fragen hier. Oh, Kämpfer. Asura. In Deutschland ist plötzlich bereit. Oh, du kannst auch doppelt einsetzen. Ich auch. Oh, kriegen wir Corin hier oder was? Was? Ja, du fliegst jetzt raus, ey. Das wäre geil gewesen. No, das setzt ein Ultrasmash ein. Das ist voll Verschwendung, wenn du das nicht machst. Warte noch, bis ich hier angeschlagen bin, ne? Du blöde Kuh. Popcorn. Wie lange sind her, dass ich da mal Schaden gemacht habe? Danke. Was ist das? So benutzt man ein Schwert, ne? Aua. Nicht geil. Da kommt Schaden bekommen dadurch, ey. Was? Keine Reaktion. Ah, Idiot. So, willst du mal sehen, wie man Ultra Smash einsetzt? Falsch rum. Nicht so. So. Ich muss natürlich erstmal zeigen, wie man es nicht macht. Oh, die ist noch leben. Ah, Dreck, den ich mein Schild eingesetzt habe. Warte, die greift mich an, aber mein Angriff kommt durch. Okay, hier nämlich irgendwie so durchbohrt, aber mein Angriff kam trotzdem durch.
fast mehr zusammen. Angriffe, die nach unten gehen, habe ich so das Gefühl, werden ja schon wieder Corin, werden irgendwie geschlagen von Angriffe, die von unten kommen, also Angriffe nach oben von unten, weil das passiert mir nämlich auch andauernd. Ja, hier kannst du wieder haben. Genau in dieser Situation befinde ich mich auch andauernd. Ich will mal von oben angreifen, aber der Gegner schafft es irgendwie trotzdem, mich zu schlagen immer. So, und zum Glück ist der doof. Jetzt ist er wieder verwirrt, weil da okay, er fliegt sogar rein. Spagat. Kannst du den auch? Tschüss. Nein. Komm noch einmal, ich will das genauso machen. Komm. Wird irgendwie dadurch betäubt für eine Sekunde. Und fliegt mal raus. Ist ja gar keine Herausforderung für mich. Tschüss. Aber irgendwie sehr einfach. Corinne kämpft nun mit. Corinna kämpft mit. Boah. Ja, der warum heißt Corinna? Warum heißt die weibliche Version nicht Corinna? So, oh Gott, wie viele Abwehr? Wo habe ich denn so viele Dinger her auf einmal? Okay. Smash-Angriffe vergiften gelegentlich. Das könnte gut sein, ne? Ist auch wahrscheinlich gut, aber hey, ein Duo aus Inkopolis weist dir den rechten Pfad. Das ist Platoon. Gut, da weiß ich vielleicht so die Antwort von. Wir sind noch so viele Kämpfer, ne? Gut, ich würde aber sagen, ich beende den Part hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder in der fremden Welt. Und ja, ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.